Hallo YouTube, hallo Zocker, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt. Prisma-Architekt in der Alpha 31. Ha, wir sind wieder zurück hier. So, und mal gucken, was unser Knast so macht. Ich habe ja gestern nicht viel zustande gebracht, dank Kopfschmerzen. Das hat sich jetzt wieder einigermaßen erledigt. Wir haben hier noch zugewiesen, dass das hier unten die in der Kapelle sein soll, weil die hatten ja irgendwie Probleme, die wollten ja unbedingt Religion und hatten keine, boah, und dann wollen sie noch Alkohol und Drogen, also das kriegen wir nicht hin. Obwohl, hier so ein Tabakshop bauen, wo es Alkohol und Drogen und so weiter gibt, das wäre cool. So, Versorgung oder Geld verdienen damit, dass man denen gibt, was sie wollen. Autsch. Dann kann ich auch gleich Todeszellen bauen. Lass mich raten, ich habe mal wieder hier vorne nicht vergessen, hier das mal wieder wegzumachen. Lass mich raten, ne? Und jetzt wollen die wieder unser Holz verkaufen. Wie immer. Die verkaufen immer das, was wir nicht verkaufen wollen. Rrr. So. Ach ja. Was machen wir heute Schönes? Ich bin auch ein bisschen überfragt, was wir heute Schönes machen. Ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn wir machen würden, Klonen. Pong, 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 Pong. Ich könnte die Zellen kleiner machen, ich weiß. Ich will sie aber gar nicht kleiner machen. Wisst ihr, warum ich sie nicht kleiner machen will? Weil ich kein Arschloch sein will. Ja, seid mir nicht böse, wenn ich das so sag. Aber ich will mit den Leuten fair umgehen. Interessant fand ich die Meinung, dass ich durch das Ausblenden der Todesstrafe bei meinem Knast das Thema Todesstrafe nicht in den Mittelpunkt drücke und ich somit das fördere, was ich eigentlich nicht mag. Weil würde ich die traurige Seite der Todesstrafe zeigen, dann würde ich die Leute gegen die Todesstrafe aufbringen. Also ganz im Ernst, Leute. Wer nicht grundsätzlich schon gegen die Todesstrafe als solches ist, ich sage jetzt nicht hier im Spiel, ich sage generell draußen in der wirklichen Welt, wer da nicht sowieso schon dagegen ist, der hat irgendwas noch nicht verstanden und dem wird doch mein Spiel nicht umstimmen. Ich sehe keinen Sinn da drin, die Todesstrafe in meinem Spiel zu benutzen. Und ich werde es auch nicht tun. Egal, was ihr mir schreibt. Ob ihr provokant kommt, ob ihr damit kommt, dass ihr mich nicht mehr anguckt, dass ihr euch einen anderen Let's Player sucht, dann macht's. Es ist mir völlig Schnuppe. Ich habe entschieden, ich mache keine Todesstrafe in meinem Knast. Punkt. Aus die Maus. Ende Peng. Wollt ihr es haben, kauft euch Spiel, macht's bei euch selbst. Sucht euch einen Let's Player, der es macht. Ist mir alles Latte. Sag ich ganz offen. Geht mir am Arsch vorbei. So, waren das klar genug Worte? Ich mache in meinem Knast keine Todesstrafe. Egal mit was mir hier gedroht wird oder argumentiert wird, es interessiert mich nicht. Ich habe beschlossen, ich mache in meinem Knast keine Todesstrafe. Punkt. Aus die Maus. Ende Peng. Fertig. Und damit ist die Diskussion beendet. So. So, da haben wir alles schön mit Wasserversorgung versehen. Hoffe ich doch, dass das funktioniert. Der ist auf Speed, oder? Der Gärtner. Hier können sie mal putzen. Wo sind unsere Putztanten? Hausmeister? Hello. Haben wir zu wenig Hausmeister? Kann doch nicht sein. Wo sind denn die alle schon wieder? Wo sind denn unsere Blaukittel? Wo putzen die denn gerade? Wo rennen die denn rum? Ich sehe keine Blaukittel. Da putzt einer. Da unten sieht's aus wie Hund. Ah, Moment, da gibt's doch mittlerweile, gibt's doch, glaube ich, die Möglichkeit. Nö. Ah, habe ich das geträumt? Ich habe doch irgendwann mal irgendwo was gelesen von wegen reinigen. Da konnte man, glaube ich, anordnen, dass irgendwas geputzt wird.
Oder es war ein Denkfehler. Vielleicht habe ich es auch geträumt, ja. Aber dann müsste ich mir schon echt Sorgen machen. Wenn ich davon träume, dass es ein Feature gibt, dass ich meinen Putzkräften sagen kann, putzt mal hier. So, da rennen sie hin putzen, ja, in den neuen Block. Und das hier wird nicht geputzt. Helden der Arbeit. Unsere Mitarbeiter sind Helden der Arbeit, wirklich. Bin immer wieder stolz auf meine Blondies. Die bringen Dinge fertig, das schafft keiner. Ich finde das amüsant. Also es soll kein Beklagen sein, um Gottes Willen. Nicht, dass irgendeiner denkt, ich mache schon wieder hier die Heulsuse, weil ich mich darüber beklage, dass meine Mitarbeiter nicht tun, was sie sollen. Ich finde das lustig, ja. Ich finde das echt lustig. Die machen alles, nur nicht das, was angebracht wäre. Also ich meine, jetzt mal hier zu putzen wäre angebracht. Machen sie nicht. Aber vielleicht kommt ja da dieser große Putztrupp. Vielleicht kommen die jetzt demnächst hierher. Weiß ich ja nicht. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, die putzen alles, nur nicht, was sie sollen. Na, jetzt putzen sie hier, okay? Auch alle auf einem Fleck. Es ist nicht so, dass hier irgendwie 5 Stück hier unten putzen und 5 Stück hier putzen. Oh oh. Das Spiel leckt gerade ein bisschen, kann das sein? Ich habe den Eindruck, das Spiel leckt gerade ein bisschen. Wir durchsuchen den Zellenblock und reißen vorsichtshalber hier mal die Toiletten raus. Weil irgendwo hier scheint sich ein Tunnel zu verstecken. Das ist erschreckend, Freunde. Das ist erschreckend. Das macht mir Angst. Hört ihr das? Es laggt. Es ruckelt. Er konvertiert in einer gescheiten Bitrate. Es liegt nicht an meinem Rechner. Dort funktioniert alles. Und trotzdem laggt das Spiel. Ich habe gerade Angst um den Spielstand. Ich sehe schon kommen, dass wir bald einen neuen anfangen müssen, weil der hier nicht mehr tut, was er soll. Wir hoffen mal aufs Beste. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Bauarbeiten vorgenommen oder so. Ich weiß es nicht. Lampe und Zaun an einem Fleck und es funktioniert echt jetzt? Cool. Ding, 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 ding. Dong, 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 dong. Dang, 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 dang. Too much action, würde ich mal fast behaupten. Ja, wie sieht's denn hier aus? Habt ihr die Toiletten jetzt demontiert oder nicht? Ich habe das Gefühl, ihr wollt ein paar ausreißen. Nicht nur die da oben. Ich habe das Gefühl, hier sind mehr am Buddeln und Graben. Er hat hier Sachen gefunden. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen... Irgendwoher muss das ja kommen, was der hier findet. Ich sag mal, ich habe alle Toiletten weggerissen.
Find den Tunnel nicht, der hier verläuft. Das kann doch nicht sein. Aha. Wusste ich's doch. Irgendwo hier muss noch einer sein. Das gibt's doch nicht. Habe ich mir gedacht. Hatte recht. Ich weiß übrigens, ich glaube, ich weiß, woran es liegen könnte, dass das hier ruckelt. Ich glaube, mir fällt es gerade ein. Ich glaube, das liegt an meinem Lenkrad-Profiler, am Logitech-Profiler. An dem Ding, was sozusagen mein Lenkrad steuert. Dass ich 200 Grad und 100 Grad und so einstellen kann. Das ist nämlich im Hintergrund noch offen und ich habe diese Lags eigentlich immer nur dann, wenn das Ding offen ist. Hört sich blöd an, ist aber echt so. So, Freunde der Nacht, der da oben hat die Plättchen kaputt gemacht, der Hund. Die anderen nicht. Die anderen waren vorsichtig, die haben nichts kaputt gemacht. So, aber genau, was wollte ich ausprobieren? Ich wollte ein paar Sachen ausprobieren. Oh Gott, Leute, ich die ganze Zeit hier schon, es ist 11 Minuten rum, ich habe den ganzen Kram noch nicht ausprobiert, den ich ausprobieren wollte. Erstmal müssen wir hier wieder eine Exportzone hinmachen, das mache ich immer zum Ende vom Part, damit ich dann mich wieder ärgern kann, dass ich es zum Ende des Parts gemacht habe. Komm schon, komm rum, komm, hopp, mach, komm. Kommt hier rein. So, du bist doch hier so ein Gefangener, der extrem gefährlich ist und der Bestrafung hat. Wenn ich Isolierung permanent nehme, wieder nehme, ein zweites Mal auswähle, dann wird es wieder weggemacht. Ist ja cool. So, machen wir auf den jetzt Abriegelung permanent. Der darf jetzt permanent in seiner Zelle sitzen. Wie, der ist high? Er ist unterdrückt und high? Was? So, wir haben den auf jeden Fall da befreit. Jetzt müssen wir mal gucken, was da noch drin ist. Komm mal her, so einer. Jetzt klatsch schon mal da runter. Ich will jetzt mal sehen, wer da drin in den Zellen sitzt. Keiner mehr. Okay. Da müssen wir hier oben mal gucken, wer hier so rumsitzt. Der hat Isolierung permanent. Das nehmen wir erstmal weg. Wir machen Abriegelung permanent. Ja, es funktioniert nicht. Ich muss erst Isolierung permanent wieder anklicken. Dann geht das weg und dann kriegt der Abriegelung permanent. Und jetzt bringen sie ihn wieder runter. In seine Zelle zur Abriegelung. Interessant. Wir lernen dazu. Man kann es doch deaktivieren. Seht ihr mal? Ich habe da nicht dran gedacht, das nochmal zu aktivieren. Danke für den Tipp. Ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, aber es war korrekt. Ich glaube, es war Mr. White and Mrs. White oder Mrs. Black. Ich verstehe. Also, manche Namen, die sind mir zu kompliziert, um sie mir zu merken. Oh, der hat 5,7 Jahre abgesessen von 5 Jahren, die er absitzen muss. Dann würde ich doch sagen, dann machen wir jetzt noch 6 Stunden Abriegelung und danach sollte es sich doch normalerweise erledigt haben. Oh, der freut sich, dass er mal aufs Klo kann. Und dann legt er sich mal ins Bett schlafen. Er ist total im Arsch. Aber der ist ja eigentlich, gehört er ja schon freigelassen. Eigentlich dürfte er ja gar nicht mehr bei uns sein. Das müssen wir jetzt mal beobachten. Wenn dem seine Zeit rum ist. Wieso 8336? Was? Ah! Ich darf ihn freilassen.
Er geht. Lasst ihn gehen. Wehe, den hält einer auf. So, der läuft jetzt auch durch den Stuff-Bereich. Da darf er jetzt durch. Der hat keinen Bock mehr hier zu bleiben. Der ist fertig mit uns. Der hat länger eingesessen, wie er muss. Komm, mach die Tür auf. Lasst ihn raus. Lasst ihn gehen. Lasst ihn raus. Dass der sich keine anderen Klamotten anzieht. Das war ein Initiator. Der hat es geschafft. Den sind wir los. Scheinbar ist es in der Tat so, dass da keine Hausmeister kommen und die Uniformen einsammeln. Ich muss da wirklich irgendwelche Gefangenen reinschicken, wie es aussieht. Das ist ja blöde. Nur bleiben sie halt da liegen. Ich schicke keine Gefangenen davor. Definitiv nicht. Not. Keine Chance. Niemals. So, wer macht hier Tunnelgräber? Keiner. So, den Laden haben wir wieder im Griff. Holla, die Waldfee. Alter Schwede, die setzen uns zu hier. Dieser Knast setzt mir zu. Und immer die ganzen Neuerungen, ja? Eine Alpha nach der anderen. Immer alles neu. Dreh irgendwann durch, ey. Wirklich, ohne Scheiß. Ich dreh irgendwann durch. So, was haben wir jetzt hier unten eigentlich? Stationierung. Wir müssen das Ganze natürlich hier, da dürfen nur die rein. Bin ich mal gespannt, wie viel uns da jetzt wieder gleich entgegenstürmen, die da gar nicht reingehören, die aber gedacht haben, oh cool, Zelle. Keiner. Auch interessant. So, wir versuchen zu klonen. Den Inhalt der Dusche. Das funktioniert sogar. Ist das cool oder ist das cool? So, jetzt müssen wir dann nur noch das Wasser drunter legen. Sonst bringt's uns nix. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Die Toiletten damit zu nehmen. Das ist ja blöd. Oh. Wir brauchen mal den großen Hammer. Den großen Hammer. Das habe ich jetzt ganz clever gemacht, ey, wirklich. Es ist strange, ja, was sie da alles mitkopieren. Bodenbelag. Richtig cool. Sachen, an die ich gar nicht denke. Müssen wir natürlich auch noch machen. Bodenbelag. Da müssen Metallplatten hin. So, ein bisschen vor. Was brauchen wir noch? Was habe ich noch vergessen? Patrouillen. Logisch, Patrouillen. Ich muss doch hier Leute zuordnen. Da muss einer rein. So. Dann brauchen wir hier so einen Laufweg. Von hier oben bis hier runter. Da muss eine Wache stehen. Dann brauchen wir hier Hundis. Das ist blöd. Das ist so dicht aneinander gebaut. Ah, das ist dumm. Das ist so dicht aneinander gebaut, dass Hundis hier tatsächlich ein Problem ergeben. Autosave. Du ruinierst mir meinen Plan.
So, ich hoffe, dass ich dann mit dieser Art und Weise hier irgendwie alles abdecke, wenn ihr versteht, was ich meine. Dass wir es irgendwie rauskriegen, ob da einer Tunnelchen gräbt oder nicht. Ja, Alter, da legst du die nieder. Haben wir da vergessen, die... So, Toiletten anzuschließen. Dann fehlt uns dann noch ein bisschen Wand. Wer macht Randale? Wer will auf die Fresse? Wir haben Stresspotenzial. Wo haben wir Stresspotenzial? Jungs, macht keinen Scheiß. Ich sag's euch. Sonst ändere ich meine Meinung. Dann gibt's den Stuhl. Ah, schon beruhigen sie sich. Potenzielles Droh. Potenzielle Drohgebärde hilft dann doch weiter. So, von dem man die Akte anguckt. Ja, 64 Jahre. 19 hat er schon abgesessen. 6. Hat er schon abgesessen. 7,1 Jahre ist er da. 64 Jahre muss er noch da bleiben. Und das Ganze bei uns in der Abgeriegeltheit. In der permanenten Abgeriegeltheit. Warum eigentlich? Was hat er denn Schlimmes angestellt? Was ist er denn für ein Charaktertyp? Zäh, stoisch, tödlich. Oh ja. Oh ja. Okay, gut. Der ist tödlich. Wisst ihr, was das bedeutet? Tödlich? Der guckt einen böse an. Tot. Der braucht einen Schlag und dann ist Sendepeng. Deshalb ist der eingesperrt. Und der ist geheimer Informant und ist auch tödlich. Das ist natürlich, das ist tödlich. Initiator an tödlich wäre das Allerschlimmste, was wir kriegen können. Der fängt an und der erste Schlag ist hin. So, wie viel können wir dann da jetzt aufnehmen? Wir haben jetzt Platz für... Ich kann es nicht lesen. Wie für 48 niedrige Gefangene. Ist das schon wieder nicht... Oh. Leute, wie oft soll ich das denn noch markieren? Wieso haben wir da hinten kein Wasser? So. Wir haben Platz für 72... Ich kann es kaum lesen, dieses komische Blau. 72 von den Gefangenen und 26 sind nur da. Das heißt, wir können da ohne Probleme mal 50 Stück kommen lassen. Gefangene. Einlieferung. Kategorie Kleinganoven. Ne, nicht alle. Und die wird geraucht? Wieso alle? Uff, sich reichen doch. Ich war doch nicht alle. Habt ihr einen Schuss? So, das passt. Das passt. Ein Fähnchen interessiert uns nicht. Wir gehen mal auf die Forschung. 50.000. Du sparst pro 10.000 und Profit ganze 3.000 Euro. Damit sparen wir ja schon 1.500. Damit nochmal 1.500. Es ist falsch beschrieben. Wir forschen es trotzdem mal. 48 Stunden dauert es. Wir haben die Kohle. Machen wir einfach mal. Wen juckt's? So, das wird dann in der nächsten Folge hoffentlich erforscht und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick Frei zockt, Prisonarchitekt in der Alpha 31 und bis dahin macht's gut. Bye, bye.